Eine Freundin sagte, Gabriel, wie kommst du denn mit den Menschen in Kontakt? Sag ich, was denn für eine blöde Frage? Ich bin der Kontakt. Aus wo? Wo ist das denn? Das Mittagessen, war das gut? Damit ihr wisst, mit wem ihr zu tun habt. Gabriel, eine Ordensschwester kommt in den Himmel, fragt Petrus, wer sind Sie denn? Sagt die Ordensschwester, ich bin eine Braut Christi. Dreht sich Petrus um zu seinen Engeln und sagt, ey, sag mal, wusstet ihr, dass der Junior heiraten will? Es ist erstmal ein franziskanisches Projekt. Und franziskanisch heißt, wir sind unterwegs. Also ich wollte immer schon unterwegs sein, statt irgendwo in einem Kloster zu sein und warten, bis Leute kommen. Das Projekt lebt einfach davon, zu offen zu sein, zu gucken, was ist. Also als wir jetzt hier hingefahren sind, ich hatte keine Ahnung, was für Leute hier sind, überhaupt was ich machen kann und so. Das braucht viel Flexibilität und viel Spontanität. Die wichtigste Eigenschaft, das wichtigste Instrument bei diesem Projekt ist deine Kommunikationsfähigkeit und auf jeden einzugehen. Also wir haben diverse Kinder, aber es gibt kein Kind, das nicht Gabriel liebt, den Kontakt mit ihm irgendwas zu unternehmen. Also was mir wirklich hilft, ist, ich habe einen unausschöpflichen Vorrat an Witzen. Hier, wissen Sie, warum man Segen mit E schreibt und nicht mit Ä? Würde sonst so gehen. Und das Schöne ist, ich sage immer, dass das Geist gewirkt. Ne? Also nicht geplant, sondern der liebe Gott schenkt mir irgendwelche Leute, irgendwelche Begegnungen, wo ich denke, schön. Kannst dir mal eine Karte ziehen, wenn du willst. Gib keine Nieten. Probier mal. Der hat mit Kirche nichts zu tun, aber den Segen hat er trotzdem in der Hand gehabt und sowas. Ne? Irgendwie. Und der Segen passt auch. Ne? Ach ja, ach ja, ach ja. Und ich lasse die Segen immer ziehen, weil können sich nicht beschweren, ich habe ihnen was Falsches gegeben und so. Ne? Dieses selber ziehen, tja, tut mir leid, hätte eine andere gezogen oder so. Aber alle, die ich höre und sehe, die sagen, das passt. Er segne mein Dunkel, dass ich Licht sehen kann. Er segne meine Schwächen, dass ich daraus Gutes werden lassen kann. Er segne meine Einsamkeit und mache daraus Gemeinschaft. Er segne meine Fragen und mache daraus Antworten. Also wir sind gestern Nachmittag dann mal hier über den Platz gelaufen. Und die erste Frage ist dann immer, wo kommen Sie denn her? Ja, wir sind von dort. Und dann kommen Sie ins Gespräch. Okay. Ich liebe Linseneintopf. Okay. Zu DDR-Zeiten gab es nicht richtig Linsen, weil die importiert wurden. Ne? Und wenn es dann mal so Linseneintopf gab, so oh, irgendwann kommt man ganz automatisch auf wichtige Themen. Demenz. Das ist für Sie dann auch nicht einfach, oder? Nee, nicht mehr. Nicht mehr einfach. Ich habe einfach immer Lust, mich mit Leuten zu unterhalten, Leuten zu treffen, irgendwie bei Menschen zu sein. Ne? Und wenn es gut ist, sagen wir, ist gerade jetzt 12 Uhr, beten wir den Engel des Herrn. Normalerweise läuten die Glocken oder also das entsteht auch so aus der Situation heraus. Wenn ich irgendwo eine Adresse schreiben muss, schreibe ich Wohnmobil.